Wir befinden uns hier am Frisches Standort in St. Florian, der neu errichtete Frisches Standort, der nach rund 7 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen worden ist. Frisches hat in Oberösterreich in der Vergangenheit die Geschäftstätigkeit auf 2 Standorten erledigt. Das eine war der Hauptstandort in Linz, der nach wie vor in Betrieb ist, und der zweite Standort, das Außenlager, war in Thalheim bei Wels. Und dieses Außenlager Thalheim bei Wels wurde neu gebaut und neu errichtet, hier am Standort in St. Florian, mit der Perspektive im Hintergrund, dass auch der Standort Linz in weiterer Folge hier neu errichtet werden soll. Die Lage hier war speziell aufgrund der logistischen Voraussetzungen, die wir vorgefunden haben, für uns besonders interessant, direkt neben der Autobahn, direkt neben der A1 zu sein als Logistikunternehmen, bietet natürlich für uns sehr große Vorteile. Und das war in der Zusammenführung, in der geplanten Zusammenführung der beiden Standorte für uns ein ganz, ganz wesentlicher Entscheidungsgrund. Der Schwerpunkt unserer Wareneinlagerung, unseres Sortimentes am Standort St. Florian liegt eindeutig im Bereich Holzbau. Wir haben in erster Linie die konstruktiven Holzwerkstoffe hier eingelagert, daneben natürlich auch Bauholz, Schalungsplatten, im großen Stil auch das Sortiment Wertholz, aber auch Furniere, Hobelware und Terrassenprodukte komplettiert das. Bei der Errichtung des Standortes hat uns die Firma Elvedi, wie auch in der Vergangenheit, sehr tatkräftig mit dem Know-how unterstützt. Diese langjährige Zusammenarbeit war für uns auch ausschlaggebend, dass wir uns auf diesen Hersteller bei der Investitionsentscheidung am Standort St. Florian wieder entschieden haben. Wir haben unterschiedliche Regalsysteme, wobei der absolute Großteil mit klassischen Kragarmregalen errichtet wurde. Wir haben uns aufgrund der Produktabmessungen auf die Kragarmtiefe von 1,25 Meter konzentriert, haben aber eine andere Lösung auch gefunden, nämlich wie wir sie hier sehen, wo das Kragarmregal mit den Stehern auch die statische Funktion für die gesamte Halle, für das Hallendach auch übernimmt. In dieser Halle, wo wir die konstruktiven Holzwerkstoffe eingelagert haben, haben wir eine etwas abweichende Anforderung an die Kragarmregale gestellt. Zum einen sind die Ausführungen in einer voll verzinkten Variante. Das hat den Hintergrund, dass diese Halle über den offenen Bereich der Ladezone teilweise frei bewittert wird. Und da geht es in erster Linie um das Thema Korrosionsschutz und Witterungsbeständigkeit, dass wir das Verrosten der tragenden Konstruktionen hinten anstellen können. Wir haben bei der Konzipierung des Lagers definitiv die Zielsetzung gehabt, eine bessere Flächenausnutzung der Lagerfläche als in der Vergangenheit zu realisieren. Wir sind auf knapp 7,50 Meter in der obersten Regalebene gegangen mit der Einlagerung. Da kommen natürlich sehr hohe Lasten auf die Regalkonstruktionen zustande. Wir haben aber den Vorteil dadurch, dass wir mit dieser Erhöhung der Hallen und auch der Regalkonstruktion doch einen viel schnelleren Zugriff auf die Produkte haben. Wir haben kürzere Wegzeiten und wir haben vor allem eine bessere Ausnutzung der Kubatur der Hallen durch diese Regalkonstruktionen erreicht. Aufgrund dieser hohen Anforderungen, was die Lasten betrifft, sind wir in den Kragarmabständen und in den Trägerabständen auf einen engeren Raster gegangen. Wir haben in der Regel 1 Meter bzw. 1,25 Meter als Abstände zwischen den Stehern, um diese Lasten auch aufnehmen zu können. Wir haben, um mit der Ressource Platz sorgsam umzugehen, auch versucht, diese Staplergassen möglichst von dem Flächenbedarf her gering zu halten. Wir sind auf eine für uns neue Art der Zwangsführung gegangen bei den Staplern, indem die Stapler nämlich induktionsgeführt sind. Dadurch fällt die mechanische Zwangsführung und die Rollenführung bei den Staplern weg, was einen engeren Regalraster ermöglicht und wo wir auch eine bessere Flächenausnutzung mit diesen Regalen erreichen konnten. Die Induktionsführung wurde als Führungsvariante aus dem Grund gewählt, weil wir in den Fahrgassen durch die Sicherheit der Induktionsführung höhere Fahrgeschwindigkeiten realisieren konnten. Dadurch haben wir auch einen schnelleren Zugriff auf die einzelnen Produktpakete ermöglicht. Das ist für uns der Hauptvorteil. Das ist vor allem auch aus dem Aspekt der Sicherheit für uns sehr wesentlich. Auf der anderen Seite, dort, wo freie Fahrt möglich ist, dort nutzen wir auch definitiv die Vorteile dieses
Staplersystems. Die Zusammenarbeit mit der Firma Elvedi als Regallieferant besteht bei Frischeis nicht nur hier in Oberösterreich, sondern auch in Österreich und auch international gesehen schon sehr, sehr lange. Wir wissen, was wir am Hersteller haben. Wir sind hier am Standort St. Florian mit dem, was wir bekommen haben und was wir realisiert haben, zu 100% zufrieden.